Hallihallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen hier wieder zu einer weiteren Runde For Story. Ja, was ist das letzte Mal geschehen? Wir sind ein Level aufgestiegen und wir können hier die Hauptquest machen. Also, Hauptquest eigentlich wiederholbare Quests. Und naja, das gibt doch ein paar mehr Erfahrungspunkte. Und deswegen habe ich mir gedacht, beziehungsweise werden wir das einfach hier einmal erledigen. Zumal es ja auch immer die Chance gibt, wenn wir in dem Gebiet sind, dass da Siegel mit, oh mein Gott, hier immer wieder, ich bin immer wieder erstaunt, wie hier die Framerate einbricht hier im Gebiet. Nee, es war nämlich auch ein Kommentar des unter den letzten Videos und weiß ich jetzt nicht, aber ich denke mal, er hat da auch irgendwie recht, wenn ich nicht mehr in der Missy leveln, sondern dass das dann schneller geht. Und eins kann man natürlich sagen, was natürlich auch... Oh, hier, Moment. Was haben wir? Ist hier nicht auch einer? Was machst denn du für ein Level? Heiler. Hier kriegt man. Weich ist plötzlich... Ui, das ist ja ein Standard-Level. Das ist Standard-Quest. Na, den, das ist natürlich geilo. Den machen wir natürlich erstmal. Nee, meinte, ich muss erstmal gucken, was wir machen. Ich bin schon wieder, weil wir so lange schon keine Quests hier mehr gemacht haben. Unis Tasche. Suche Unis Tasche am großen Baum im Nest des gefallenen Schutzpatrons und bringe sie der Heilerin Unin zurück. Na, dann machen wir doch mal das Ganze. Nee, was ein Abonnent, also mir in den Kommentaren auch geschrieben habt. Vielleicht habt ihr das ja auch festgestellt, dass ich jetzt mehr versuche wieder zu antworten und aktiv bin. Jetzt muss ich erstmal gucken, was mir ein Abonnent oder in den Kommentaren geschrieben hatte. Wo er vielleicht auch recht hat, dass es viel mehr Sinn macht, jetzt hier zu leveln. Ich habe mich wieder vergessen zu buffen. Bin ich doof. Naja, denn hier bei den Hauptquests kriege ich ja immer noch die Erfahrungspunkte, wenn ich einen Siegel sammle und so weiter. Und naja, und da hat er vielleicht sogar, siehst du, und schon einen Siegel erhalten. Da hat er vielleicht sogar recht. Naja, und was eben noch ist, wo ich auch total zustimme, das ist eigentlich eher uninteressant ist jetzt... Hallo? Ach, falsch. Das ist jetzt eher uninteressant, ist nur zuzusehen, wie ich level und so weiter. Weil es ist ja eigentlich immer das Gleiche und immer das Gleiche. Und dass er meinte, dass er eigentlich nur zuschaut, weil ich so interessante Themen habe. Und das finde ich natürlich auch irgendwo ein Kompliment an mich. Finde ich natürlich klasse. Aber, wie gesagt, das hatte ich in der letzten Aufnahme schon gesagt und da fordere ich euch auch nochmal auf, sehr gerne und sehr herzlich, wenn ihr irgendein Thema habt, weil will ich ja immerhin mit euch spielen und euch auch... wie gesagt, mehr einbinden. Also wenn ihr ein Thema habt, was euch interessiert oder wo ihr sagt, hey komm, lass uns mal drüber reden oder hey, wie ist deine Meinung dazu, dann ab in die Kommentare. Ich freue mich immer drüber. Ich nehme das dann gerne auch auf. Also ich versuche auch die Kommentare aufzunehmen, wenn ich mich denn dran erinnere. Denn, naja, ich werde ja auch älter. 28 dieses Jahr schon. Da merkt man schon, wie das Gedächtnis so ein bisschen nachlässt, würde man meinen. Nein, Spaß beiseite, aber es ist einfach, ja, man merkt sich ja doch nicht alles, sondern einfach auch nur, was einen jetzt als wichtig erscheint. Und, ja, sorry, auch
dass ich das jetzt nicht so als hundertprozentig wichtig erachte oder besser gesagt, eigentlich bloß meistens bleibt einem das im Herzen, was im Herzen, im Gedächtnis, was einem irgendwo berührt oder wo man drüber nachdenkt oder sowas halt in die Richtung. Das bleibt einem im Gedächtnis. Ja, und ja, und wo ich dann einfach was dann nichts dergleichen hat irgendwie in der Richtung, ja, das vergisst man dann schnell, zumal ich ja auch 8 Stunden Arbeit plus dann Hin- und Herfahrt und Freunde, Real Life und so weiter. Das ist man heutzutage so viel, man wird mit so viel Information voll bombardiert von Nachrichten, die ganze Welt, dann diese ganzen Klatsch- und Tratschpresse. Ich sag mal so, ich persönlich, ich will das gar nicht eigentlich mitkriegen, aber trotzdem begegnet es einem überall. Und das finde ich einfach schlimm. Das ist eben auch kein Grund, das ist eben auch ein Grund, warum ich im Prinzip so, ich habe zwar noch einen Fernseher, aber wenn, dann gucke ich eben bloß die, dann gucke ich eben bloß DVDs oder Blu-Rays. Also, ansonsten, ja, halt, die machen wir mal noch fertig. Ja, jetzt haben sie mich erstmal gestunt. Also der Richter ist ein bisschen doof, ich mag den nicht. Ja, auf jeden Fall. Jetzt hat er... Toll, jetzt hat mich der Nächste gestunt, bevor ich... Na, auf jeden Fall... Oh Mann, ich hasse diese dämlichen Richter. Diese korrupten Richter, die sind... Ah, die sind so korrupt. Wie beim Bundesverfassungsgericht. Haha, nein, keine Ahnung. Da kommt noch einer. Na gut, die kriegen wir doch hoffentlich schnell down. Na, wo war ich stehen geblieben? Ja, was einem jetzt so wichtig ist, die ganzen Geschichten. Und, ich sag mal so, es waren jetzt auch nicht die Menge Kommentare. Die Leute müssen natürlich erstmal wieder lernen, dass ich auf die Kommentare eingehe. Also, ich will gerne wieder sozusagen zu den alten Let's Play-Zeiten oder Kanalzeiten zurückkehren. Das muss, das kann natürlich nur allmählich passieren. Also, eigentlich war jetzt auch geplant, dass ich am Wochenende den TeamSpeak wieder online bringe. Nun hat mir Strato ein kleines Schnäppchen oder naja, ein bisschen mich ein bisschen hops genommen, sage ich mal so. Also da läuft ja mein Root-Server. Bei Strato habe ich den gehostet oder gemietet. Und naja, der war jetzt irgendwie am Wochenende nicht immer öfters mal nicht erreichbar. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein allgemeines Problem von Strato ist. Auf jeden Fall konnte ich da nicht wirklich einrichten. Das ärgert mich so auch so ein kleines bisschen. So, jetzt haben wir erstmal die Tasche zurückgebracht. Und Buch Ziel auswählen. Das haben wir schon gemacht. Cool. Naja, so. Auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal hier, weil wir da sowieso Siege erhalten hatten. Aber nee, solange ich ja hier noch das Zerzerrten Gespiegel. Naja, wir machen. Jetzt haben wir hier erstmal Hauptquest. Das ist auch was Schönes. Die hatten wir schon lange, lange nicht mehr, kann ich mich erinnern. Da könnte man jetzt eigentlich mal gucken. Ich muss mit Nosaim sprechen.
und mit einem verzerrten Spiegel. Und da kann ich auch die Hauptquest, also den Dauerquest gleich abschließen. Und jetzt muss ich das Horn des Zerstörers und am heiligen Platz des verzerrten Spiegels suchen. Na dann gehen wir mal dahin und gucken wir mal das Ganze. Halt, Moment, bevor wir hier, werde ich hier mal noch die, hier noch, dass wir... Ach nee, Moment, nee. Nee, die Zeit für unsere Rache, die machen wir jetzt mal noch nicht. Den hier führen wir mal aus und da kriege ich das Relikt des verzerrten Spiegels. Da brauche ich 5 von dem. Und den hier wollte ich mir auch noch holen. Von denen brauche ich ja auch... von dem brauche ich ja auch so ein paar Sachen. Also da hatte ich ja, glaube ich, schon von uns ein Relikt bekommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Warum reitest du nicht weiter? Warum bin ich jetzt ein Rentier? Cool. Und jetzt auf einmal nicht. Cool. Das war ja geil. Hihi. So, Relikt des reichen Atems. Da habe ich schon 1 von 5. Und den brechen wir jetzt erstmal ab und dann den hier ausführen. Genau. Da haben wir es doch. Sehr schön. Und werde ich jetzt wieder ein Rentier? Da hat mich bestimmt gerade... Ach! Was bin ich denn jetzt? Hihi, cool. Ein Holzpferd. Jetzt bin ich ein Rentier. Irgendjemand verzaubert mich da so ein bisschen. Warum auch nicht? Cool. Hihi, ist ja geil. Na, dann machen wir mal, suchen wir mal das Horn des Zerstörers. Oh, da muss ich einen ganz schönen...